Mal ehrlich, liebe Zuschauer, schauen Sie immer auf das Verfallsdatum, auf der Packung, wenn Sie, sagen wir mal, zum Beispiel eine Kopfschmerztablette nehmen. Viele machen sich da im wahrsten Sinne des Wortes keinen Kopf und meistens verursachen abgelaufene Schmerztabletten auch gar keine Kopfschmerzen. Dennoch sollte man bei alten Pillen immer vorsichtig sein, denn einige Medikamente verlieren nicht nur an Wirkung, sondern können auch gesundheitsgefährdend sein. Abgesetzt, abgelegt, abgelaufen. Das Verwendungsdatum drüber. Solche alten Pillen und Tropfen hat fast jeder im Schrank. Doch würde man sie auch noch schlucken? Könnte eventuell nicht mehr ganz so gesund sein, die zu nehmen. Die Nebenwirkungen dann vielleicht, ne? Die abgelaufenen Sachen, nee, mache ich nicht. Ja, eine Aspirin schon. Das kommt jetzt drauf an. Der Wirkstoff. Aber normal wird die bei mir nicht so alt. Ist doch besser so, meint Apothekerin Petra Herrmann. Die meisten Schmerzmittel sind zwar nicht schädlich, wenn's Haltbarkeitsdatum rum ist, aber besser werden sie auch nicht. Wenn zum Beispiel eine Aspirin-Brausetablette zu lange im Schrank liegt, dann und Sie die aufmachen, dann merken Sie, dass es einfach nach Essigsäure stinkt. Und dann würde ich die entsorgen. Ansonsten kann man die natürlich nehmen noch. Aber kann es sein, dass sie nicht mehr so viel wirken. Ne? Bei Flüssigmedikamenten wie abgelaufenen Augentropfen aber kann das ins, genau, Auge gehen. Einmal geöffnet, ist deren Haltbarkeitsdatum begrenzt. Augentropfen sollte man wirklich vorsichtig sein in dem Moment, wo man sie aufmacht, weil die konserviert sind und die Konservierung natürlich weggeht auf die Dauer der Zeit. Und dann können die verkeimen und dem Auto mehr schaden als nützen. Auch der Düsseldorfer Pharmazeut Jörg Breitkreuz warnt vor der Verwendung bestimmter Arzneien nach Verfallsdatum. Besonders gefährlich alles, was man sich selber spritzen muss. Natürlich auch alle Insulinzubereitungen von den Diabetikern. Also hier gibt es eine ganze Palette, wo der Verbraucher, der Patient selber spritzt und nicht nur der Arzt. Bei abgelaufenen Antibiotika kommt für den Patienten noch eine Gefahr dazu. Ja, zunächst einmal, dass bei ihm das Antibiotikum nicht wirksam ist in vollem Umfang, dass die Krankheit sich verschlimmert. Aber es gibt auch noch einen zweiten Aspekt, dass die Bakterien nämlich resistent werden gegen diese Antibiotika, weil sie ja die Anwendung des Antibiotikums überlebt haben. Sie sollen nicht, weil sie jetzt gerade mal so ein Amoxicillin oder was auch immer im Kästchen haben, sagen, ach, das habe ich, dann werfe ich mir das mal ein. Also Antibiotikatherapie sollte wirklich vom Arzt empfohlen werden oder verordnet werden, ganz wichtig. Komplikationen durch abgelaufene Antibiotika, Netzhautentzündungen durch verkeimte Augentropfen und sogar Lebensgefahr durch verunreinigtes Insulin. Alte Medikamente können gefährlich werden und es gibt noch einen Grund, warum die Haltbarkeit nie mehr als 5 Jahre beträgt, weil die Beipackzettel sonst nicht mehr auf dem neuesten Stand sind in puncto Nebenwirkungen. Das finde ich insgesamt auch sinnvoll, auch wenn ich weiß, dass es bestimmte Arzneimittel gibt, die vielleicht durchaus ein bisschen länger halten könnten, ist das einfach ein Grund oder ein Hilfsmittel der Gefahrenabwehr. Aber wohin mit dem alten Zeug? Das hier ist keine sinnvolle Lösung. Abgelaufene Medikamente bringe ich zurück in die Apotheke zur Entsorgung. In Mülleimer gehören sie, so viel wie ich weiß ja nicht. Genau, die Apotheker wissen schließlich am besten, wo man Pillen und Pülverchen entsorgt, ohne dass sie größeren Schaden anrichten.